zwei Dolche benutzt. Warnung, ja. Wir müssen halt gesund bleiben. So, wo landen wir hier? Okay, hier brauchen wir den Helm. Dann gehen wir erstmal zurück. Scheiß Falle. Dann können wir jetzt endlich alle Türen öffnen. Wuhu! Schlüssel mit der Rüstung ist nun unser. Und dieser Arschloch-Zombie ist verschwunden. Nicht gut. Suppe. Gehen wir erstmal hier durch. Ist mir auch noch ein verschlossener Raum. Noch, wieso ruckelt da irgendwas an der Tür rum? Oh, was ist denn auf einmal los? Wieso sind die so actionmäßig unterwegs? Was ist denn auf einmal hier los? Die rasten ja vollkommen aus. Puh. Erstmal müssen wir jetzt was zum Heilen mitnehmen. Grünes Kraut und erste Hilfe-Spray. Gewehrmunition haben wir leider keine. Oh, kritisch. Nee, wir können ja gleich wieder rein, wenn wir nochmal eine gewischt kriegen. Oh Gott. Was ist denn los mit den Freaks? Okay, der sollte hin sein. Blöde Sau, echt. Okay, der blutet aus. Mann. Schweine. Aber der eine hat jetzt die Tür da aufgestoßen. Gehen wir da erstmal reingucken. Nee, von draußen kam er. Da wollten wir eigentlich jetzt nicht nochmal hin. Nee, die brauche ich auch nicht. Mir geht's gut. Bisschen erschreckt, aber gut. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Ja, eigentlich unten müssten wir weiterkommen dann. Kommen wir von hier weiter? Rein theoretisch sollten wir da weiterkommen. Ja, Rainer. Kerzenhalter glänzt kalt im Mondlicht. Kann man nicht die riesige Sense da mitnehmen?
Oh, oh. So still hier. Na, der steht doch bestimmt gleich auf. Das Regal ist voll mit hochprozentigem Alkohol. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Aliens. Aliens, nicht Aliens. Aliens von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Miss Kerl. 10. Mai 98. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme raus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug seinen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, als bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Noch eine große Blase am meinem Fuß. Ich muss den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir schleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai. Es geht das Gerücht rum, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt. Und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinen Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Hacker ist hier los? Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefleisch. Juckt, juckt. Gott kann hässlich. Hab ihn gefressen. Lecker. Juckt lecker. Nein, nicht von hinten. Friss Elektroschocks. Und das. Puh. Okay, was liegt hier jetzt rum? Super, ein Battery Pack. Kleidung ist Krimskrams verstreut. Überall. Ja, hatten wir schon. Nicht sehr hilfreich, dieser Raum. Ach, ein Dolch, sehr schön. Dann machen wir mal hier rein. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Blaues Licht haben wir hier. Und der Tiger dreht sich. Und der Tiger gibt uns Munition. Da war ja Gewehrmunition. Und nun kommt der Tiger wieder. Okay, das war's dann wohl.
Nee, es fehlt ja noch ein gelber Stein. Ein gelber Stein, okay. Nicht irgendwelche bösen Geräusche. Ach, am Fenster, fuck. Grusiger Schatten. Zum Glück ist das ein sehr entspannter Zombie. Schlägt nicht wirklich auf die Scheibe ein. Okay, und hier ist ganz schön was los und ich sehe, wir sind voll in der Überlänge. Ich muss wahrscheinlich diese Episode teilen in zwei. Ich hoffe, das macht euch nichts. Wir haben ja auch 10 Minuten damit verbracht, irgendwie weiterzukommen. Haben wir auch noch geschafft, endlich. Und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und danke, danke, danke. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einer neuen Folge Resident Evil HD Remastered für die PlayStation 4. Haut rein und alles Gute. Ciao.